schon mal auf den ersten Blick nicht so gut. So, was haben wir hier? So, seid gegrüßt, meine kleinen, treuen, liebhabenden Kurzclips, Kaninchen-Videos. Ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Gleich zum Anfang. Es scheint so, dass dieses Kaninchen hier jetzt ihre Jungen zur Welt gebracht hat. Ich werde euch mal so einen kleinen Verlauf, ich habe mal in der Mitte in der Nacht irgendwann mal ein bisschen was aufgenommen, weil ich dachte, dass es da schon zur Welt kommen wird, die Kleinen. Dann heute Morgen auch schon und ich glaube ab 10 Uhr ging es los. Das wirkte so, als wenn sie da nun ihre Jungen bekommen hat. Ich werde jetzt gleich mal nachschauen und werde euch hier einfach mal mitnehmen. So, seid gegrüßt, liebe Kaninchenfreunde. Das ist nochmal ein kleines Zwischenupdate sozusagen. Wir haben jetzt um 21.15 Uhr und ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie es hier aussieht. Das Kaninchen hat noch keine Kinder bekommen, aber sie sieht so aus, als wenn es tatsächlich heute Abend losgehen soll. Sie hat alles soweit vorbereitet, Fell ist rausgerissen, sie ist bereit. Ich will sie jetzt auch nicht hier so übelst blenden. Also es scheint, dass es tatsächlich heute Abend losgehen soll. Ich werde heute Abend noch ein paar Mal rausgehen. Sie hat ordentlich Stroh da. Sie hat unter diesem ganzen Heuhaufen auch gut was zu fressen. Ich habe extra heute hier ein bisschen mehr hingepackt. Heu hat sie Fell hat sie rausgerissen. Von daher, ich werde hier gleich noch mal ein paar Blätter rauspacken, sollte sie tatsächlich heute die Kinder zur Welt bekommen und ich nicht da bin, dass sie auch was Schmackhaftes zum Essen hat. So, jetzt hat sie da ein paar Blätter. Sollte sie heute wirklich Kinder bekommen, dann hat sie auch gleich was Leckeres zum Fressen, um neue Kraft aufzutanken. Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Ich will euch heute mal informieren. Wir haben jetzt 7 Uhr und ein bisschen was. Und wie ihr seht, ist heute anscheinend doch nichts passiert. Ich bin davon ausgegangen, dass heute der Tag sein wird, beziehungsweise die gestrige Nacht. Aber das Kaninchen scheint noch nicht so weit zu sein. Sie hat alles soweit vorbereitet. Mal gucken, ob es über den Tag jetzt passiert. Oder vielleicht tatsächlich in der Nacht jetzt. Rein rechnerisch sind jetzt gestern 31 Tage gewesen. Mal gucken. Es bleibt abzuwarten. Vielleicht macht sie es diesmal auch wirklich tagsüber und nicht wie sonst immer in der Nacht. So, es scheint, dass es soweit ist. Ich mache jetzt mal nicht den Stall hier auf, um sie nicht zu stören. Aber es wirkt so, als wenn sie jetzt die Kinderchen bekommt. Wir haben jetzt ungefähr 10 Uhr. Ich werde sie jetzt mal ein bisschen in Ruhe lassen, damit sie das alles hier beenden kann. Und werde nachher nochmal vorbeischauen. So, wie sieht's aus hier? Okay. Schon mal auf den ersten Blick nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich werde ihr mal hier ein bisschen Essen geben. So, was haben wir hier? Ein totes Kaninchen.
bisschen, was haben wir da liegen? Sah diesmal nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Toten Kaninchen erstmal rausholen. Was ist das hier? Kaninchenteil. Ah, schade, schade. Zwei tote Kaninchen schon mal mit dabei. Ich will mal schauen hier, wie es aussieht. Sind das? So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kaninchen. Ich packe ja schon alles zurück. So, schnell wieder rein mit euch. Zack. So. Ein bisschen zumachen hier. Ja, alles gut. Sie ist damit nicht ganz so einverstanden. So, also, das Kaninchen, die Kaninchenmutti hat 10 Kinder bekommen.
wobei 2 es leider nicht geschafft haben und 8 im Nest drin sind. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, ob da noch irgendwie ein totes Kaninchen oder ähnliches liegt. 8 scheinen lebendig zu sein, haben sich gut bewegt. Also 10 hat die Dame jetzt bekommen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Streu hier mit reingepackt. Sie war ein bisschen skeptisch mir gegenüber, weil ich jetzt die Nestkontrolle durchgeführt habe. Es scheint, dass alles in Ordnung ist. Hier ist das Nest. Habe ich jetzt schön zugemacht. Die Kinder sind jetzt fast 2 Stunden alt. Von daher wollen wir da jetzt auch nicht unnötigen Stress hier verursachen. Ich werde hier gleich noch mal was reinlegen. Seht ihr, Futterkrug hier im Prinzip zugeschüttet hier mit allerlei Zeugs. Hier jetzt hier ein bisschen was Grünes. Ja, ich hoffe, dass das jetzt die nächsten Tage, Woche, Monate alles gut sein wird. Ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen erschöpft, muss ich ein bisschen ausruhen. Upsala. Sie ist nicht so entfernt von gestreichelt werden. Ja, ich hoffe, das war für euch informativ, dass ihr das mal gesehen habt. Ich finde das immer wieder sehr, sehr spannend. So ein Geburtsvorgang und die Zeit danach. Ich habe euch jetzt diesmal mitgenommen. Ich hätte gerne auch die Geburt gezeigt, aber ich wollte den Stall da nicht öffnen, um sie da irgendwie aus dem Rhythmus herauszubringen. Von daher, vielleicht werde ich irgendwann mal meine Kamera reinsetzen oder sowas. Aber diesmal halt nicht. Vielleicht noch mal einen kurzen Blick. Ich habe hier auch das Fell rausgenommen, wo hier auch Blut dran gewesen ist. Normalerweise ist sie recht sauber, also eigentlich hatte ich das bei ihr noch nie so recht, dass da alles ein bisschen schmutzig und unordentlich gewesen ist. Hier sehen wir ein totes Kaninchenbaby und ein zweites, das lag komplett außerhalb, das war tot, und dann hier irgendwie, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendeine Innerei. Ja, ich hoffe, das war informativ. Also man sieht sich, bleibt anständig, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal.